Heute schauen wir uns ein paar Dinge an, die man beachten sollte, wenn man eine eigene Homepage erstellen will. In dieses Video sind natürlich schmerzliche Erfahrungen von mir auch reingeflossen oder Erfahrungen, die ich bei anderen eben gesehen habe, die gemacht haben. Ich würde euch auf jeden Fall raten, wenn ihr euch eine eigene Homepage basteln wollt, dass ihr auf Standard setzt. Damit meine ich, dass man ein standardisiertes Content-Management-System benutzt und nicht das, was euch Hoster zum Beispiel als Homepage-Baukasten oftmals anbieten. Der Vorteil von so einem standardisierten Content-Management-System ist einfach, dass es ganz viele nutzen. Es gibt eine Community dahinter, die euch bei Problemen oder ja auch anderen Sachen immer mal unterstützen und helfen kann. Die Weiterentwicklung ist in den letzten Jahren eigentlich gut vorangeschritten. Das heißt, man kann sich auch darauf verlassen, dass es so weitergeht, dass es immer neue Features gibt. Man sollte auch auf Content-Management-Systeme setzen, die quelloffen sind und die Software immer wieder aktuell halten, auch aus Gründen der Sicherheit eben. Die Standard-CMS-Systeme haben außerdem noch viele Plugins, die es ermöglichen, die Software halt an eure Bedürfnisse anzupassen. Ja, ein ganz wichtiges Stichwort ist die Responsiveness. Das drückt einfach nur aus, dass eure Seite auf allen Geräten gut aussehen muss. Tut sie das nicht, hat das verschiedene Nachteile. Zum einen werden die Suchmaschinen eure Webseite abwerten. Und für die Nutzer ist es natürlich auch schrecklich, wenn die Webseite auf dem Handy anschauen und alles ist nicht lesbar oder zerstückelt oder fällt aus dem Rahmen. Von daher, wenn ihr eine Webseite erstellt, achtet darauf, dass die sich allen Geräten und allen Auflösungen, mit denen ein Nutzer da drauf kommt, anpasst. Das kann man ja ganz einfach selber testen. Man veröffentlicht die Homepage und geht mit dem Handy einfach drauf. Oder vor Veröffentlichung natürlich am besten. Oder man macht sie auf allen möglichen anderen Geräten mal auf. Tablet, Handy, Fernseher kann man sie auch nochmal aufmachen. Und deshalb sollte wirklich auf allen Geräten gut aussehen. Da müsst ihr eigentlich nicht viel zu tun. Das sollte euer Content-Management-System eigentlich automatisch erledigen, wenn ihr euch ein paar Grundregeln haltet. Was auch noch wichtig ist, ist die Wahl des Hosters. Da sollte man natürlich gleich von Anfang an einen vernünftigen sich raussuchen. Da habe ich auch ja schon ins Fettnäpfchen getreten, weil ich clever sein wollte und sparen wollte. Aber sparen sollte da wirklich nicht die Prämisse sein, denn ja, am Ende ist das eh nicht teuer. Es gibt viele gute Hoster, die sowieso günstig sind und von daher da nicht zu sehr aufs Geld achten, lieber auf die Qualität achten. Da empfehle ich euch auch sehr einen Test, dass das CT-Magazin gemacht hat. Die waren alle, glaube ich, unter 8 Euro, die Hoster, die getestet haben, also sowieso günstig. Und die haben nach vernünftigen Kriterien auch getestet, meiner Meinung nach. Man sollte dann auch auf die Extrakosten achten. Zum Beispiel ist Mail integriert, ist ein Kalender integriert, Adressbuch, SSL-Zertifikat sollte kostenlos dabei sein und ist eine Domain dabei oder was würde die halt extra kosten? Eigentlich möchte ich das euch überlassen, natürlich die Wahl des Hosters, aber was ihr auf keinen Fall tun solltet, wenn ihr WordPress benutzen wollt, auf WordPress.com zu gehen. WordPress.org ist die Seite, die das Content-Management-System bereitstellt. WordPress.com wiederum ist im Grunde nur ein Hoster, der euch eben das Hosting von diesem Content-Management-System anbietet. Zeige ich euch gleich, warum ich von dem abrate. Die haben ja so eine schöne Tabelle, wo man die verschiedenen Angebote vergleichen kann. Und wichtig ist eigentlich hier der Punkt, dass man Plugins installieren kann. Kann man das nicht, ist man völlig eingeschränkt. Und in Zeiten von DSGVO, wo man zum Beispiel auch gezwungen ist, also hat jetzt mit der DSGVO erstmal nichts zu tun, aber man ist ja zum Beispiel erstmal gezwungen, so eine Cookie-Warnung einzublenden, wenn Cookies gesetzt werden. Und da brauche ich in der Regel ein Plugin für. Eine andere Möglichkeit ist zum Beispiel, was ich nutze auf meinem Blog, ich binde YouTube-Videos ein, die dürfen aber nicht gleich nachladen, weil das sind ja Skripte von YouTube und der Nutzer muss erstmal zustimmen, dass YouTube überhaupt darüber informiert werden darf, dass ihr jetzt ein Video schauen wollt. Und das alles macht man am besten mit Plugins, die einfach ja den Nutzer erstmal fragen, ob er ein Video überhaupt schauen möchte, bevor YouTube nachlädt oder halt diese Cookie-Warnung, die leider ja auch sein muss. Und das heißt, ihr braucht die Plugins eigentlich in jedem Fall, wenn ihr vor Abmahnungen sicher sein wollt. Ja, und um Plugins zu bekommen, muss man hier 25 Euro im Monat bezahlen. Und das ist ganz schön ein Nepp. Mein Hoster kostet zum Beispiel 5 Euro im Monat. Wie gesagt, die CT getestet hat, die waren maximal 8 Euro im Monat. Also das ist schon ganz schön happig. Also nicht mal im Premium-Plan sind die übrigens integriert. Die sind wirklich nur im Business-Plan integriert. Das ist wirklich lächerlich. Und zudem, viele Hoster haben so One-Click-Pakete. Das heißt, da sagt man einfach nur, zack, ich will WordPress oder halt irgendein anderes Content-Management-System haben und dann bekommt man nur noch die Login-Maske und alles ist vorbereitet. Also diesen Service, den WordPress.com anbietet, den bieten auch andere Hoster deutlich günstiger an. Zudem ist das eine künstliche Beschränkung, die WordPress.com macht. Die hat das Content-Management-System überhaupt nicht. Also die haben die zusätzlich reingebaut, um mal mehr Geld verlangen zu können von euch. Ein seriöser Hoster macht sowas nicht. Der nächste Punkt ist, man sollte sich vor Abmahnungen schützen und natürlich die
örtlichen Gesetze in Betracht ziehen, nämlich zum Beispiel die Impressumspflicht in Deutschland. Da muss eine Telefonnummer rein. Es ist auch festgelegt, wie viele Klicks es dauern darf, bis man beim Impressum landet und wie der Link zum Impressum heißen muss. Also macht euch da mal schlau, wie das alles geht. Und eine kostenlose Telefonnummer, die bekommt ihr bei Zipgate, habe ich auch mal ein Video drüber gemacht, und ihr bekommt dann Mails zugeschickt, wenn dort jemand angerufen hat. Zudem eine DSGVO-konforme Datenschutzerklärung wäre noch ganz nett, und da gibt es halt Generatoren für, die verlinke ich euch mal unten. Was ein Muss ist, ist HTTPS und SSL, das finde ich persönlich sowieso wichtig, das sollte aber auch jeder Hoster mit wenigen Klicks bereitstellen. Tut ihr das nicht, solltet ihr da schreien von dem Hoster weglaufen, und Extrakosten sollte das übrigens auch nicht. Also vorher da informieren, ob ihr da beim richtigen Hoster gelandet seid. Welche Erfahrungen habt ihr gemacht beim Erstellen eurer eigenen Website? Schreibt es mir doch mal in die Kommentare und gerne auch ein paar gute Tipps für Nutzer, die das gleiche vorhaben.